krass. Manchmal bin ich ja wirklich verblüfft, wie gut das nicht... Kann ich das Wasser nicht da unten anklicken? Diese ganzen Kerzen, das hätte man auch übertreiben können, nicht wahr? Also, das ist eine... Bin ich mal gespannt, wohin geht der Yaki? Na komm, na komm. Na, 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 na. Hü, jetzt rennt er einfach übers Feld. Vorher konnte er sich doch wundersam teleportieren, jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? Krass Vieh. Wie der da lang hechtet. Herrlich. Ja, schön. Jetzt sind alle fünf hier im Wald, oder was? Was habe ich denn davon? Kann ich die jetzt vielleicht wecken, oder darf ich überhaupt? Mal fragen wir mal so rum. Ich will sie nicht verscheuchen. Wenn sie sich noch tiefer im Wald verkriechen, können sie mir nicht mehr dabei helfen, Kalida zu wecken. Ich müsste sie irgendwie dazu bringen, mir auf den vorderen Teil der Insel zu folgen. Aber wie? Ich muss mal kurz nochmal Mulachai fragen, was es mit den Yakis auf sich hat. Der Pseudo-Einsiedler. Wie war das noch gleich mit den Yakis? Es gibt genau fünf. Amber. Sobald sie im Dunkeln mit den fünf anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Ja. Bis später. Die anderen fünf. Was könnten denn die anderen fünf sein? Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Ja, mach doch mal. Kann ich die vielleicht, kann ich irgendwie... Das sind übrigens, glaube ich, Viertelnoten, oder? Also da fehlt eigentlich der oben der Kopf noch, aber die Anzeigen, ob das Achtel- oder Viertelnoten sind, aber ich sage es einfach mal, das sind Viertelnoten. Hoffe ich doch mal sehr. Jo, die anderen fünf. Die anderen fünf. Tja. Ja. Mir fällt gerade wirklich nichts ein. Ich mache mal eine kurze Aufnahmepause und überlege ein bisschen. Wenn mir dennoch nichts einfällt, dann gucke ich eine Lösung und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, mal diese Lösung, ne? Bis gleich. Super. Darauf hätte ich von alleine kommen sollen, angeblich. Ich soll jetzt nämlich den guten Spot mit der Presse verwenden. Steht hier so. Darauf wäre ich in 1000 Jahren nicht gekommen. Also das hätte ich vielleicht irgendwann mal aus Verzweiflung ausprobiert, aber das wäre jetzt so wahrscheinlich nach 20 Folgen oder so passiert. Ich glaube, das war gerechtfertigt, dass ich nachgeguckt habe. Warte, da stand noch was, ich muss da runter. Ich nehme mal gleich die Leiter oben mit, um das hier mal kurz abzukürzen. Da habe ich mal wieder vorgegriffen, wo ich vorhin in die Grube darunter bin. Also das konnte ja keiner ahnen. Das also wirklich mal, dass ich meine treue Raupe, dass ich die teilen kann. Also mal wirklich, wer rechnet denn mit sowas? Oh Mann, Junge. Vergiss doch nicht mal, was du machen sollst. So, jetzt mal kurz diesen hier. Es geht einfach schneller. Ach ja. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt und bin eigentlich auf keiner Lösung gekommen. Und hatte da ganz tolle Vorschläge. Irgendwie, das ist die Maus, so wie ich mit der Axt benutze. Das funktioniert übrigens nicht. Und naja. Spot mit Presse benutzen, also wirklich, wer kommt denn auf sowas? Die Idee hat was, aber so ist er zu dick, um über das Loch zu hüpfen. Ja. Los, Spot. Alle. Hopp. Der klebt. Oh, ich will nicht. Das sieht so. Oh, das sieht so zufrieden aus. Ach, egal, was soll's. Feuer frei. Nein. Oh Gott. Ich dachte, das Spiel hat auch gerade noch genau das gemacht, was es nicht sollte, und zwar abstürzen. Auch im Entscheidung. Warum kann ich jetzt hier nicht wieder. Was denn? Hallo? Jetzt.
Ich muss mir mal kurz nochmal den zufriedenen Spot nochmal angucken. Alice ist übrigens französisch und heißt, Los, Spot. Allee? Hopp. Verdammt, ja, da wollte ich gerade mal ein bisschen trollen, aber irgendwie. Allee? Lassen? Nee, es war so ein super konjugierbares Ding, wo man sich jede Form einzeln merken muss. Naja, französisch ist lange her. Was soll's? Oh, wie zufrieden der grinst. Spot! Oh, was habe ich getan? Ja, was habe ich? Ja, herrlich, naja gut. War jetzt nicht ganz überraschend, dass für mich, dass das passiert ist, habe ich ja auch gerade nach... Nein, jetzt habe ich die Leiter wieder mitgenommen. Ich wollte doch in die Leiter runter. Jetzt, so. Ah, der Fünfer-Spot. Habe ich? Ja, ich habe einen neuen Fünfer-Spot. Kann ich mit Bando nochmal reden? Ich störe ihn lieber nicht, weil er hat meinetwegen... Ich habe immer noch nicht so richtig, was ich hier verbauen kann, oder? Na gut, dann, ich kann ja mal die Ratte damit nutzen. Okay, gut. Kann ich vielleicht den Fünfer-Spot mit? Nein, noch einmal tue ich ihm das nicht an. Ich möchte mal sehen, wie er sich bitte schon jetzt in die anderen Formen verwandelt. Ich glaube den Fünfer-Spot, dass ich jetzt immer als Form hinter mir herlaufe. Das sieht irgendwie lustig aus in seinen Kugeln. So, damit wäre übrigens die anderen 5 gelöst. Also, da wäre ich ja... Also, irgendwie ist Spot immer Rätsellösung. In den letzten paar Male hat es ja mal knapp erreicht und jetzt, naja. Also, irgendwie, wenn es nicht mehr weitergeht, sollte ich mir jetzt wirklich langsam sicher mal merken, Spot ist die Lösung. Für meine Probleme. Einfach Spot mit allem verwenden. Dann klappt das schon. So, jetzt hier... Ach Quatsch, da oben ist er ja. 5er Spot mit Jackis benutzen. Hallo? Da. Sollte eigentlich klappen. Oder habe ich noch was? Ich habe jetzt nicht so genau gelesen. Ich lese ja immer nur schnell drüber. Wie sie angerollt kommen. Ach, herrlich. Guck mal, Spot. Ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Möp. Nanu, die Jacki scheint wie hypnotisiert von den 5 Minispots. Na dann kann es ja losgehen. Die Minispots. Die anderen 5. Ich frage mich ja, was ursprünglich eigentlich dafür vorgesehen war für diese. Ja, ich habe sie immer noch dabei. Die Jackis. Warte mal, kann ich die jetzt auch angucken? Ne, nicht die Kerze. Die Jackis. Ah, komm mal ein bisschen nach vorne, Junge. Kommen die jetzt? Ja, die kommen daher. Ach, wie schön. Und wie kommen wir öfter mal Sternschnuppen runter, habe ich das Gefühl. Und überhaupt, wenn man sich die Wolken mal so anguckt. Die haben irgendwie... Ach, das ist Quatsch. Jetzt, ja, nein, nicht dein, Mann, das regt mich ja gerade schon auf. Hallo, ich kann die nicht, das war doch, hä? Bin ich gerade, das war doch Maustaste gedrückt, das ist funktioniert, ich kann irgendwie gerade nichts mehr anklicken. Ne, kann ich auch nicht, ich kann auch kein Inventar mehr aufmachen, na gut, dann kann ich das eben nicht. Die Jackis. Vor allem, was will mir diese Musik eigentlich sagen? Schön. So, jetzt ist ja, bin ich ja wirklich gespannt, was jetzt passiert. Wahrscheinlich reicht es wieder nicht und ich muss dann irgendwie doch nochmal was machen, wie hier die Glocke und gleichzeitig das Banjo schlagen und, Quatsch hier, die Glocke meine ich und, das Horn. Mein Gott. Ich glaube, ich sollte wieder aufhören aufzunehmen. Ich bin schon wieder ganz schön durch. Alle Viecher folgen mir auf jeden Fall. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, schon alle Kerzen vorher auszumachen. Das stand hier nämlich auch noch dabei, dass ich das, ich habe immer wieder die Rätsel zu früh gelöst. Oh. Oh. Ach, das sind 5 Hände. Mensch. Kicken wir mal. Hier steht etwas eingraviert. Kali. Ah. Warum singen sie nur nicht? Sie sollten doch eigentlich singen. Verdammt. Ach, warte mal. Ich kann doch sicherlich jetzt den Taktstock mit Jackis verwenden. Nee, erst muss ich hier nochmal genau. Das scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Ja, total toll. Und zwar... 1, 2, 5, 3, 4. Kann ich den...
Hä? Stellt sich mir auch gerade die Frage, wer hier 1 und wer 5 ist, ne? Ich meine, 1, 2, 5, 3, 4 ist jetzt nicht so schwierig zu merken, aber... Wie zähle ich das? Ah, das war anscheinend richtig. Mehr oder weniger durch Zufall. Ich hab's gewusst, Kalida ist die Insel. Oh. Und so kam es, dass Cedric seine Reise auf dem Rücken des riesigen Vogels fortsetzte, der einst eine Insel war. Schließlich hatte er Kalida gefunden. Was ist passiert? Bin ich tot? Nein, Cedric. Du schläfst nur. Ich weiß, du bist nicht wirklich. Das alles hier ist nichts weiter als ein böser Traum. Ich bin realer, als du denkst. Schon sehr bald werden wir zusammentreffen. Und dann wirst du deine Bestimmung erfüllen. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du glaubst noch immer, dass du es aufhalten kannst? Aber alles, was du erreichst, ist Zerstörung. Ja. Jede deiner Taten bringt dich dem Ende näher. Nein, ja. Du lügst. Das ist alles deine Schuld. Es ist bald soweit. Ja. Das Ende steht kurz bevor. Erwache. Will ich erwachen? Warum schlafe ich eigentlich immer, wenn ich... Wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder? Autsch. Wo bin ich? Ist das immer noch mein Albtraum? Schön, dass er von allein durch die Gegend rennt. Ich wollte gerade aufhören. Corona. Sinuspot. Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Fast, aber auch nur... Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Es scheint keinen Teleport zu führen. Teleport? Das Tor erinnert mich ein bisschen an Dungeon Keeper. Was soll's? Aufnahmepause, Freunde. Nur langsam mal Zeit. Ich sollte doch mal dringend wieder ein Safe machen. Warum ist die RAM-Auslastung auf 90%? Was ist denn hier los? Naja, bis dann bald demnächst.